Das gestrige FED-Protokoll und vor allem die Reaktion der Märkte darauf hat einmal mehr klargemacht, dass hier eine gigantisch große Wette gegen die FED läuft, nämlich seitens der Märkte. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die FED hat relativ klar gesagt, was der Fall ist. Die Märkte sagen sich, lass die mal reden, die haben Unrecht. Wir haben Recht und wir wetten gegen die FED, dass wir Recht haben und die FED Unrecht hat. Und die Wette sieht so aus, dass die Märkte sagen, die FED ist am Beginn eines Zinssenkungszyklus, der runtergeht auf die Nullermarke. Die FED sagt, nein, das ist nicht der Fall. Wir haben jetzt mal aus Sicherheitsgründen ein kleines Zinsschrittchen gemacht Ende Juli. Aber das ist eben kein Zinssenkungszyklus, der jetzt beginnt. Wir wollen uns die Aussagen der FED mal anschauen und abgleichen mit dem, was die Märkte eigentlich spielen. Die meisten Mitglieder, steht hier, zunächst mal sehen die Rekalibrierung der Zinsen, also diesen Zinsschritt jetzt Ende Juli, als sogenanntes Mid-Cycle-Adjustment, also innerhalb eines eigentlich intakten Wirtschaftsaufschwungs, eine Art Vorsichtsmaßnahme, falls die Dinge dann sich ungünstig entwickeln, dann könnte man sozusagen so ein bisschen schon mal gegensteuern. Das ist der erste Punkt. Das ist sozusagen ein vorsichtiger Schritt, um Risikomanagement zu betreiben. Und dann gab es zwei Mitglieder, nämlich Ballard wahrscheinlich und Kaskari, die gesagt haben, ja, wir wollen eigentlich ein halbes Prozent an der Zinssenkung haben. Ballard hat inzwischen zurückgerudert, hat gesagt, ich sehe keine Notwendigkeit für einen großen Zinsschritt. Nur Kaskari ist sozusagen nach wie vor in diesem großen Schritt Campus. Die Märkte denken schon, da ist mindestens 25% Wahrscheinlichkeit, dass die FED dann 0,5% senken wird im September. 100% Wahrscheinlichkeit, dass da eine Zinssenkung kommt. So wird es von den Fed Fund Futures eingepreist. Aber hier sehen wir, dass several participants, das ist bei der FED immer im Protokoll, wenn several steht, eigentlich ein Ausdruck dafür, dass es die Mehrheit ist, die sagen, dass eigentlich die Zinsen so okay waren, wie sie zuletzt waren und dass man eigentlich die Zinsen hätte gar nicht senken müssen. Man hat sich aber aus diesem Risikomanagementprinzip dafür entschieden, es dann doch zu tun. Und natürlich ist man besorgt über den Handelskrieg. Das wird eher schlechter, sagt das FED-Protokoll, oder man erwartet, dass es eher schlechter wird. Und in der Tat nach dem FED-Protokoll, respektive nach der letzten FED-Sitzung, da hat Donald Trump ja getwittert, wir werden die Zölle ab 1. September dann auch auf die restlichen chinesischen Importe erheben. Also das war nach der FED. Das haben sich wahrscheinlich auch die Märkte gesagt. Naja, das ist doch kalter Kaffee inzwischen, weil eben hier klar ist, dass der Handelskrieg sich eher weiter verschärft hat. Ja, die FED rechnet aber eben mit dieser weiteren Verschärfung des Handelskriegs. Aber was vor allem entscheidend ist, die FED sagt immer, wir sind datenabhängig. Und jetzt schauen wir uns mal die Daten an, zuletzt aus den USA. Das ist der sogenannte Macro Surprise Index, also praktisch der Index, der bemisst, wie stark die hereinkommenden Daten von der Erwartung abweichen. Hier sehen wir, das ist die vorletzte FED-Sitzung, hier Anfang Juni sehen wir, da ging es noch mal ein bisschen nach unten, dann deutlich nach oben. Das ist die letzte Sitzung hier Ende Juli und seitdem geht es ungebrochen nach oben. Das heißt, die US-Konjunkturdaten sind immer besser geworden. Gleichzeitig sind die Märkte aber immer aggressiver in der Einpreisung eines großen Zinsschrittes oder eines Zinssenkungszyklus. Und das widerspricht sich, wenn die FED das hier einigermaßen ernst nimmt, nämlich die Konjunkturdaten, dann wird sie eben nicht anders können, als die Märkte zu enttäuschen. Morgen ist der Jackson Hole angesagt, beziehungsweise die Konferenz, die beginnt schon heute, dieser Notenbanker in Wyoming. Da wird morgen dann Jerome Powell sprechen und das wird sehr, sehr wichtig. Es wird nur schriftlich, wie es aussieht, kommuniziert werden, weil das eigentlich eine akademische Konferenz ist, in der Kameras normalerweise gar nicht gestattet sind. Vielleicht ist es morgen anders. Würde mich überraschen. Jedenfalls haben wir dann nur einen Text und da muss Paul ein großes Kunststück verbringen, die Erwartung der Märkte nicht zu sehr zu enttäuschen, gleichzeitig nicht den Eindruck zu vermitteln, dass er sich dem Druck von Donald Trump beugt. Also das ist ein Höllenritt. Ich möchte nicht in der Haut von Jerome Powell stecken. Also wir haben gesehen, dass die Differenz doch sehr groß ist zwischen den Märkten und der FED. Wir haben hier zum Beispiel auch das, was Sven Henrik sagt. Warum soll die FED eigentlich die Zinsen senken, wenn die Financial Conditions, also die Finanzbedingungen, da ist dabei Kreditvergabe, wie einfach ist es, einen Kredit zu bekommen für Privatpersonen, für Unternehmen etc. Hier sehen wir diese Financial Conditions, die sind so lax, so
leichte, so unproblematische wie seit den 90er Jahren nicht mehr. Das heißt, hier gibt es eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit, die Zinsen zu senken. Normalerweise hat die Fed immer dann oder ist die Fed immer dann aktiv geworden, wenn eben diese Financial Conditions sich deutlich verschlechtert hatten. Dann hat die Fed die Zinsen gesenkt, haben sich die Financial Conditions deutlich verbessert. Dann hat die Fed die Zinsen wieder angehoben, um so das Gleichgewicht ein bisschen zu halten. Das scheint vorbei. Jedenfalls, wenn die Fed in ihrer Tradition handelt, müsste sie eigentlich eher jetzt wieder die Zinsen sogar anheben. Wenn man diese Financial Conditions, die für die Fed sehr, sehr wichtig sind, weil sie im Prinzip die gesamte Stimmung wiedergeben, hier zugrunde legen würde. Wie auch immer, also eine große Differenz zwischen der Fed und den Märkten. Die Frage ist, wird Powell jetzt ein bisschen den Märkten entgegenkommen? Wie weit? Und wie werden die Märkte darauf reagieren? Gestern haben wir gesehen, dass die Anleihemärkte wieder reagiert haben. Die Renditen sind ein bisschen gefallen. Normalerweise sind fallende Renditen nicht so richtig hübsch für die Aktienmärkte. Wir hatten dann wieder eine Invertierung kurzzeitig zwischen der 2-Jährigen und der 10-Jährigen. Das ist aktuell nicht mehr der Fall. Wir hatten ja, wenn Sie sich erinnern, mal diese Invertierung. Das heißt, dass die 2-jährige Staatsanleihe der USA höher rentierte als die 10-jährige. Daraufhin ein bisschen Panik an den Märkten, weil das zuverlässigste Rezessionssignal ist. Bei den letzten sieben Rezessionen war es eben so, dass diese Zinskurve der 2- und der 10-jährigen invertiert war. Also darauf wird zu achten sein, ob jetzt wir wieder diese Invertierung bekommen werden. Zu achten wird auch sein heute auf Daten seitens der globalen Konjunktur, vor allem aus Deutschland, 9.30 Uhr, da kommen die Einkaufsmanager-Indizes, Dienstleistung, aber vor allem auch Gewerbe ja in Deutschland sehr, sehr viel wichtiger. Und wenn wir uns mal anschauen, was da zuletzt so der Fall war, dann sehen wir hier den Einkaufsmanager-Index Gewerbe von Market und sehen, da waren wir so bei 43,2, also ein stetiger Abwärtsmove, jetzt dann so der Versuch vielleicht, sich auf ganz niedrigem Niveau zu stabilisieren. Bin gespannt, wie die Daten heute reinkommen, ob wir da vielleicht so mal wieder eine leichte Erholung sehen könnten. Würde mich nicht überraschen jedenfalls. Und wir haben dann auch die ganze Geschichte aus der Eurozone, 10 Uhr, also praktisch aus anderen EU-Staaten. Und wir haben das Ganze dann auch 15:45 aus den USA. Der Market PMI, der weniger beachtet wird als der ISM-Index. ISM-Index ist aber im Prinzip genau dasselbe, nämlich ein Einkaufsmanager-Index. Schauen wir uns mal die Geschichte in den USA an. Hier sehen wir einen ähnlichen Trend nach unten. Jetzt verlangsamt sich dieser Abschwung. Allerdings sind wir eben hier noch über der 50er-Marke, anders als in Deutschland, wo wir bei 43, also in der Kontraktion sind. Die Industrie ist in Deutschland ja in einer Rezession. Gehen wir rein in die Charts und gucken uns an, was da so der Fall ist. Was wir hier sehen, ist der S&P 500, 2924. In dieser Range 2820 bis 2049, da müssen wir drüber. Das ist sozusagen die Bedingung für einen weiteren Lauf nach oben. Wir sehen die Tech-Werte, die gestern nicht so toll performt hatten. Der Dow Jones war stärker. Wir sehen hier diesen Dow Jones, der aktuell bei 26.200 Punkten ist. Die asiatischen Märkte haben anders dann als die Wall Street so ein bisschen verschnupft reagiert auf das Fed-Protokoll, weil man sich sagt, naja, da sind wir vielleicht ein bisschen zu weit weg zwischen Erwartung der Märkte und der Rhetorik der Fed auf der anderen Seite. Das könnte ein Problemchen werden. Die Amerikaner sind zunächst mal runtergegangen, die Wall Street also in Reaktion auf das Fed-Protokoll, um dann wieder nach oben zu gehen. Was wird unser lieber DAX daraus machen? Der ist bei, wenn er denn kommt, da ist er, bei 11.756 Pünktchen. Tut sich nicht so wahnsinnig viel, der Index gestern über der 11.800er Marke. Was macht der Euro-Dollar? Da sehen wir, dass wir wieder doch relativ deutlich unter der 1.11er Marke sind. Also die Devisenmärkte haben das als Dollar-positiv eigentlich klassifiziert, was da gestern im Fed-Protokoll stand. Und es ist Dollar-positiv, weil es zeigt, dass die Fed weniger dovish ist, als die Märkte erwartet haben. Das hat auch Gold ein bisschen belastet, 1500, und das amerikanische Crude Oil, wenn es denn kommt, da ist es bei 55 Dollar und 39. Riesige Kluft zwischen den Märkten und der Fed, das ist das eigentliche Thema. Die große, große Wette der Märkte gegen das, was die Fed sagt. Die Märkte sagen sich, naja, die Fed, die ist ein bisschen hinter der Kurve. Die kapieren noch nicht, was eigentlich jetzt gespielt wird. Aber die Frage ist, ob die Märkte nicht ein bisschen zu pessimistisch sind inzwischen, was die Konjunktur betrifft und selbst vor der Kurve sind. Diese Differenz wird sich auflösen. Wir werden bald mehr wissen. Heute Abend um 20 Uhr ein Webinar
Die Lage an den Märkten, da geht es um wahnsinnig interessante Charts. Der Bullennörgler ist dabei. Der hat hier Sachen mitgebracht, die ich Ihnen nur empfehlen kann. 20 Uhr. Ich packe den Link wieder unter das Video und wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen herrlich warmen Donnerstag, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und Ciao.